Tag, Terranerinnen und Terraner. Guck mal, ich habe was mitgebracht, nach langer Zeit. G-Man, Jerry Carbon, der Fanroman, von dem die Welt spricht. Bomben, Gangster und Mutanten. Ein Crossover-Roman und eine Hommage an Jerry Cotton und Perry Rodan. Geschrieben von Kurt Kobler. Kurt Kobler, braucht man, glaube ich, dem gestandenen Perry Rodan-Fan nicht mehr erklären, ist einer der gestandenen Perry Rodan-Fans, sehr rührig im Terranischen Club eben und Verfasser von recht vielen Fanromanen mittlerweile. Und den Kurt seine Fanromane, Kurts Fanromane ist genitiv, wäre besser, ne? Also dem Kurt seine Fanromane sind immer dadurch geprägt, dass sie tief in die Vergangenheit des Periversums zurückreichen. Allen voran natürlich seine Andromeda-Serie mit Kurt Kobler über mehrere Teile und auch mehrere Paralleluniversen. Und jetzt geht Kurt Kobler in ein nicht nur Paralleluniversum, sondern paralleles Serienuniversum irgendwie. Und er geht noch früher zurück, nämlich zur Zeit der Individualverformer nach New York. Es ist so die ersten 10 Bände. Wie üblich, der Kurt recherchiert seine Romane ja immer sehr, sehr genau und passt die genau in Handlungslücken ein. Hier sind angegeben als für den Handlungszeitraum relevante Hefte, Periodenhefte, die Hefte 1 bis 3, 5, 9 und 18. Ja, worum geht's? Jerry Carbon ist natürlich Jerry Cotton, wobei er in der Nachbemerkung sagt, Bastei hätte ihn gebeten, nicht die echten Namen zu verwenden. Jerry Carbon ist natürlich hier super spezial Sonderagent und muss einer Atombombe nachfahnden, die im Rahmen der IV-Invasion in schlimme Bandenhände geraten ist und gerät dabei an das Mutantenkorps. Perry Rodan leider selber nicht, weil der ist ja zu dem Handlungszeitraum kurz mal aushäusig. Die Handlung selber ist flott erzählt. Jerry sucht die Atombombe, finden sie fertig aus Ende. Heftromanisch, total komplex. Auch schön, gut zu lesen. Der Spaß liegt woanders. Der Spaß liegt daran, ganz bescheiden, sagt der Kurt am Ende, er hätte versucht, mal zu treffen. Kurt, Versuch gelungen. Als ich wie üblich zu Beginn des Tagesdienstes in unserem Hauskiosk die Morgenzeitung kaufte, wurde ich von dem wie immer freundlichen jungen Mann, von dem ich schon sehr oft ein paar belanglose Worte, mit dem ich ein belanglose Worte gewechselt hatte, unerwartet mit ernster Stimme angesprochen. Ich war schon in Gedanken beim schwarzen Kaffee, in dem ich mir die letzte Müdigkeit der wieder einmal viel zu kurzen Nacht aus dem Gehirn blasen wollte, sodass ich einige Sekunden brauchte, um zu verstehen, was Klaus Norbert wollte. Es ist natürlich Jerry Cotton live, ne? Der frühe Jerry Cotton. Das ist echt ganz großartig. Das ist toll. Also wirklich grandios hingekriegt. Und was natürlich auch schön ist, sind immer wieder kleine Anspielungen. Ich meine, Klaus Norbert, der Raketenheftverkäufer, der Redakteur werden will, ist klar, wer das ist. Und Jerry Carbon muss auch im Streit gegen die Molberg-Bande. Und es sind da alles so kleine Neckigkeiten versteckt, dass es wirklich toll angefühlt beim Lesen. Zum Cover. Das ist aus einem Film zusammengeschnitten. Der Michael Frommer hat das gemacht. Ist natürlich unverkennbar hier Jerry Cotton. Der G-Mann mit zwei Kugelraumern. Großartig. Was wollte ich noch sagen dazu? Ja, 58 Seiten, heftromanisch. Mit einem schönen Anhang, wo er Nachwort und Danksagung schreibt. Quellenangaben ausführlich. Und am Ende eine kleine Werkschau des Terranischen Clubs Eden, der ja da sehr, sehr rührig ist, was Fanromanen angeht. Okay. Bereits erwähnte Andromeda-Serie und all sowas. Ich verlinke den
Teheranischen Club eben unten. Kann man bestellen. Also ich habe da von denen echt noch nichts Schlechtes gelesen. Wer auf die Frühzeit der Rodan-Serie steht, der ist mit den Fanromanen aus diesem Umkreis echt gut beraten. Jo, Fazit. Netter, schöner, wirklich witziger Heftroman für zwischendurch. Jerry Cotton ist ja ein bisschen wie Lindenstraße, ne? Kennen alle, hat aber keiner gelesen. Ich glaube, ich habe an zwei oder drei gelesen. Wie Perry Rodan auch. Ne? Kennen alle, liest aber keiner. Die zwei zusammen ist toll. Bisschen schade finde ich, dass das Rodan nicht auf Cotton trifft. Ich meine, wäre natürlich klasse, wenn dieser kleine, komische, durchgedrehte Space Force Major da von dem altgestandenen Gehmann erstmal ordentlich gezeigt kriegt, wie man ermittelt. Hätte ich schon schön gefunden. Aber gut, so trifft er aufs Mutantenkorps, der gute Jerry Carbon. Ja, hier heißen muss. Und spritziges Abenteuer, Stil der frühen Jerry Cotton Romane, richtig gut getroffen. Absolute Leseempfehlung. Erschien dieses Jahr im Januar, also Januar 22. Hat sogar, nee, gar nicht wahr, hat keine ISBN-Nummer, darf er keine ISBN-Nummer haben als Fanroman. Ist erhältlich, bestellbar per E-Mail beim Tiranischen Club Eden. Tue ich alles unten, ne? Wisst ihr schon? Ja, habe ich gesagt. Front- und Backcover von Michael Frommer. Ja, lesen ist gut. Ist richtig gut. Gehabt euch wohl. Tschüss.